Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es seit langem weiter mit Renkes Käfer. Grüß dich, na? Wollten wir schon lange machen. Renke hat sich ein bisschen gesträubt, macht aber nichts, weil gut Ding braucht Weile, ne? Wieso habe ich mich gesträubt? Das hat einfach ewig gedauert. Nee, du wolltest einen gewissen Fortschritt zeigen, so sage ich das immer. Ja. Aber ich habe so viele Kommentare gelesen, ist immer witzig, weil wir fangen immer Videos an über irgendwelche Projekte. Es ist einfach so, je hochwertiger die Projekte werden, je länger dauert es, die zu bauen. Plus, ich glaube, ein Aspekt ist auch, die Besitzer, inklusive mir, werden nicht jünger, sondern eher älter. Das heißt, auch die Zeit, die man für sowas opfert, wird hier und da einfach auch weniger. Und deswegen dauert das halt manchmal immer so ein bisschen. Ja, und es ist auch einfach so, für mich ist das halt wirklich so Quality Time an dem Auto was zu machen. Und dann soll es auch Spaß machen. Also dann will man ja auch wirklich die Zeit haben und will das dann in Ruhe für sich machen und das nicht irgendwie übers Knie bringen. Aber so ist immer wieder witzig, dass so aus der Versenkung dann immer wieder Kommentare kommen, wenn es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas war neulich auch saugermäßig und zack, was ist eigentlich mit Renkes Käfer, ging es da schon weiter und so weiter. Ne? Ja. Das ist immer cool. Ich habe in der Tat auch in das alte Video nochmal reingeguckt und habe die Kommentare nochmal so durchgescrollt, ob nochmal jemand runtergeschrieben hat. Und einer sagte, ja, der hat die Felgen bei Kleinanzeigen drin gehabt. So frei nach dem Motto, dann ist das Projekt bestimmt beendet und das Auto ist verkauft. So, ne? Also, nee, ist noch da und Felgen sind auch drauf. Ich kommentiere selber witzigerweise immer, wenn mal wieder einer schreibt, wie geht's mit Limo weiter, habe ich jetzt schon zwei, drei Mal aus Spaß auch runter kommentiert, von wegen, nee, ist verkauft, wird Motor abgeholt. Ja. So, ne? Verstehen die Leute die Ironie dann zum Glück auch und kommentieren es selber, aber ist halt, ich glaube, du willst auch das Auto niemals verkaufen, oder nicht? Nein. Selbst wenn es 10 Jahre dauert, ne? Ich meine, du hast ja selbst die Halle für das Auto gebaut, warum solltest du denn das Auto verkaufen? Ne? Am Ende wird's gut. Aber waren bei Kleinanzeigen drin die Felgen? Waren andere Felgen? Oder wolltest du? Es waren andere Felgen. Ich hatte damals einen Satz HTN-Felgen gekauft. Mhm. Und das war auch ein super schöner Radsatz. Aber dann habe ich durch einen Zufall mit hier Thomas Müller telefoniert. Mhm. Und er sagte, Mensch, ich habe einen Satz BBS E50 4x130. Und dann konnte ich da leider nicht dran vorbeigehen. So, und dann ist es halt nochmal ein neuer Radsatz geworden. Und die HTNs hatte ich bei Kleinanzeigen drin. Sonst, wie ist der Stand? Also wir gehen ja schon mal so ein bisschen rum, weil man sieht ja, sieht das Auto ziemlich fertig aus. Ne? Also fertig im Sinne von, dass zumindest alles dran ist, was dran muss. Das Auto ist im Grunde genommen soweit fertig. Es fehlt noch ein bisschen Elektrik, es fehlt noch Öl und Kraftstoff. Also und bei Öl und Kraftstoff im Prinzip nur noch die Dashleitung. Der Nico filmt ja gerade schon so drauf, das sieht schon maskulin aus. So, ne? So, wenn jetzt hochgeht die Haube, sieht es noch maskuliner aus. Hier kann man jetzt auch mal richtig schön zeigen, was eigentlich luftgekühlt heißt. Ja. Weil ganz viele vergessen, glaube ich, wirklich, es ist ja wirklich eine richtige Zwangsbeatmung. Also Kurbelwelle, Lüfterrad, läuft dauerhaft mit. Gab es da irgendwann mal eine Version irgendwie mit einer Kupplung oder sowas? Nee, ne? War immer starr drauf und gib ihm. Ne? Also es ist ja ein Typ-1-Motor. Der Typ-1-Motor hat normalerweise dieses stehende Blechgebläse, wo dann auch mit der Lichtmaschine hinten ein Lüfterrad angetrieben wird. Und da sitzt normalerweise in dem Gebläse hier hinten auch nochmal ein kleiner Ölkühler. Das hat der jetzt nicht mehr. Also das ist ja so einem Porsche-Gebläsesystem nachempfunden. Mit so einem Porsche-Lüfterrad, wie man es halt auch von einem luftgekühlten 911er kennt. Und der hat jetzt diesen Ölkühler nicht mehr. Hier hinter sitzt die Lichtmaschine und es wird halt über die Kurbelwelle angetrieben. Vor allem, wenn ich jetzt die Größe von dem Rad sehe und die Größe von dem Rad, dann ist das ja locker eine Übersetzung von 2:1 in den Dreh, würde ich mal tippen. Das heißt, dieses Rad dreht doppelt so schnell wie Motordrehzahl. Mit der Größe des Rads aber, da wird der richtig Luft durchgehen. Das macht richtig Betrieb. So, ne? Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass hier 5000 Umdrehungen sind, und da 10.000 Umdrehungen, dann könnt ihr euch so grob überlegen, wie viel Luft in dem Moment durch dieses geile Carbongebläse hier durch die Zylinderkopf geblasen wird. Ja, fast wie ein Kompressor, ne? Ja, also ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wir hatten ja die Erfahrung tatsächlich beim 24-Stunden-Rollerrennen. Dachten richtig stolz, geil, wir bauen Wasserkühlung ein. Mit Wasserkühler vorne stehend in der Maske und so weiter. Weil man eigentlich immer denkt, Wasserkühlung wäre so toll. Ja, Pustekuchen. Wirklich beim ersten Fahrerwechsel ging die Flex schon durch die Verkleidung vorne und alles groß gemacht. Stimmt, das habe ich sogar gesehen. Dass ein bisschen Luft durchgeht und so weiter. Und dafür ist diese Zwangskühlung über Motordrehzahl einfach auch 10-mal besser. Ja. Gerade wenn du dauerhaft in einem hohen Drehzahlbereich fährst, wie es halt bei Rennautos meistens ist, ist es halt wirklich so, dass die Kühlung dauerhaft halt gleich bleibt. Ne? Diese ganzen Carbon-Teile gibt es so zu kaufen? Das gibt es so zu kaufen. Das ist hier Markus Schmidt, MSS. Der hat verschiedene Gebläsesysteme für Typ 1 und Typ 4. Das ist jetzt ein sogenanntes Central Cooling Typ 1 System, heißt das, glaube ich, bei ihm. Oder halt zentrale Kühlung. Normalerweise sitzt das immer so ein Stück nach rechts versetzt, weil hier sitzt eigentlich der Zündverteiler an der Seite, wie man das kennt. So, und bei dem zentralen ist da jetzt halt kein Zündverteiler mehr, weil das wird ja ein Einspritzer. Das heißt, da sitzt im Prinzip nur noch der Sensor für die Nockenwelle.
Sieht schon so ein bisschen wie so ein, könnte ich mir auch ehrlich gesagt gerade so, weil ich finde bei Käfermotoren immer cool, dass du die relativ kompakt als ein Teil hast, weil halt ganze Abgasanlage dran ist und alles dran ist. Ja. Ist irgendwie für mich in der Optik auch so ein bisschen in Anführungsstrichen Kunst, was man sich so ins Wohnzimmer stellen könnte. Ne? Auf jeden Fall, also ich hätte den auch durchaus mit hoch in die Wohnung nehmen können. So, weil, weiß nicht, irgendwie geil. Trockensumpf? Genau, also Ölpumpe? Ja, Tank ist dann im Innenraum. Ich glaube, da warst du letztes Mal auch noch dran an den Ansaugbrücken eigentlich noch, ne? für die Einzeldrossel. Da nochmal tausend Dank an deinen Namensvetter Phil, der mir die Ansaugbrücken aus dem Vollen gefräst hat. Auch super, super geil. Hat auch ewig lange alles gedauert, bis wir das so hatten, dass wir es letztendlich fräsen können. Aber ich würde mal sagen, das Ergebnis spricht auch für sich, ne? Also es ist echt geil geworden. Ja, also ich finde generell, dass der ganze Motorraum irgendwie geil aus. Also klar, das Carbon plus die stehenden Dinger, aber ja. Ich bin sonst wirklich kein luftgekühlter Experte, Liebhaber, wie auch immer, ne? Aber hier guckst du rein und ich finde, es ist auch extrem schrauberfreundlich jetzt. Ja, total. Also wenn du den Motor jetzt ein- und ausbauen willst, du musst im Prinzip nur Saugrohre und Drosselklappenteil abnehmen. Auspuff kann dranbleiben und dann kannst du den Motor halt so nach unten rausfahren. Ne? Was ist jetzt hier so, kommt hier noch irgendwas zwischen dann, wenn die zumachst, oder bleibt das noch, komplett offen? Nee, da kommt noch ein Abschlussblech rein. Normalerweise ist das beim Käfer, ist das ein Teil mit der Karosse. Wenn man halt viel mit den Motoren macht, baut man das auf schraubbar um. Also dann kannst du das halt rausschrauben. Und das hier ist ganz normal Catch-Tank, also Entlüftung, Kurbelgehäuse. Das ist eine Kurbelgehäuseentlüftung. Da muss ich mal gucken, inwiefern ich da überhaupt wirklich viel Kurbelgehäuseentlüftung brauche, weil es ja ein Trockensumpfsystem ist. Mhm. Weil du wirst ja auch, die Erfahrung habe ich jetzt ja bei Limo gemacht, du musst leider von dem Entlüftungstank auch da reingehen. Ja, klar. Also dann einmal, muss das alles verbunden sein. Genau, also einmal vom Tank daran und einmal aus dem Motor daran. Ja, aber ich werde mal wirklich gucken, wie viel Entlüftung ich überhaupt brauche. Also hier ist eine kleine Entlüftungsstelle, weil tendenziell sollte das Ganze halt eher einen fast einen Unterdruck haben. Echt krass. Geil. Ich weiß halt nicht, inwiefern das mit der Pumpe möglich ist, aber wünschenswert wäre es, einen minimalen Unterdruck im Gehäuse zu haben. Die Pumpe hat nur eine Kammer? Ja, Saug- und Druckseite und der saugt unten dann direkt da im Sumpf quasi ab. Ne? Und Auspuff, was ist das hier? Bisschen wie so ein Ausgleichsbehälter von einem Fahrwerk. Der Auspuff ist tatsächlich auch ein Kaufteil, was man so kaufen kann. Hat sich jemand aber unheimlich viel Arbeit gemacht und da steckt auch, würde ich sagen, unheimlich viel Entwicklung drin. Und ich würde mal schätzen, dass diese Dose irgendeine Resonanz oder irgendwas nochmal rausfiltern soll. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der sich irgendwo komisch angehört hätte oder halt in irgendeinem Drehzahlbereich man gesehen hat, dass da irgendwo eine Delle drin ist und mit der Dose das in den Griff bekommen hat. Geil, und jetzt hier ein so ein Endrohr. Ja. Ja, ich glaube, man denkt, ein Käfer kann ja nicht laut sein, aber ich glaube, der ist deutlich lauter, als man denkt, ne? Der wird schon ganz gut laut sein, aber das Ansauggeräusch wird auf jeden Fall lauter sein als der Auspuff. Aber der Motor ist jetzt ready to race? Der Motor ist ready to race, also der ist noch nicht gelaufen, das steht jetzt aus, also die erste Inbetriebnahme steht aus, aber der Motor ist so komplett zusammen, dass man ihn anmachen könnte. Ah, hier drin sehen wir Elektrik, liegt auch schon parat, EMU Blacksteuergerät. Yes. Also ist soweit auch ready. Darf ich reinsetzen? Ja, ne? Klar. Dann kann Nico hier mal reinfilmen, weil ich muss euch diesen Shift da, muss ich euch einfach zeigen. Schalt mal. Alter, ist das hier? Schalt mal. Eine 28er. Aber das ist mal kurz, ne? Das ist kurz, ne? Aber kurz, knackig, präzise. Ja. Also ich finde auch nicht zu kurz. Also, und du musst halt nur vom Lenkrad wirklich zack nach rechts rübergreifen. Aber wie, also es ist jetzt, normalerweise sollten wir es natürlich mit stehenden Getriebe nicht durchschalten so viel, aber wie kurz wäre das bitte, wenn der Hebel noch viel, viel kürzer ist? Ne? Naja, das würde auch noch kürzer gehen. So ist es ein Kompromiss zwischen, man will ja auch noch fühlen quasi, in welchem Gang man ist. Wenn es irgendwann zu kurz wird, wird es halt irgendwie hakelig. Ich persönlich bin absoluter Fan von langen Schaltwegen. Ja. Ich hasse kurze Schaltwege. Ich verstehe auch bis heute den Sinn dahinter nicht. Ja. Weil es kann mir auch keiner erzählen, dass er mit kurzen Schaltwegen schneller schaltet. Nein. Weil lieber schalte ich mit einem langen Schaltweg, mit Kraft und schnell, als mit einem kurzen immer Angst zu haben, was ich da eigentlich mache. So, ne? Da so ist halt wirklich das Schöne, das Rübergreifen vom Lenkrad. Das ist perfekt, ja. Das ist halt perfekt. Baut ein Kumpel von mir die Schalthebel. Also wenn da irgendjemand Interesse dran hat, kann er sich auch gerne melden. Das ist die Firma Schaltbock. So, jetzt ist auch Schluss mit Schleichwerbung. Oh, alles gut, wir sind ja dafür da, dass die Leute halt das gute Zeugs kaufen. Da ist aber eine Stange drunter, ne? Genau, da ist eine Schaltstange nach hinten drunter. Siehst du auch, da ist auch offen am Getriebe, da geht die Stange ran. Was ich halt bei dem Auto cool finde, also wirklich cool finde, ist, es ist eine gesunde Mischung aus alt und neu. Also gar nicht unbedingt, was die Technik auch angeht,
sondern auch, dass alles, was du ja anfasst, ist am Ende schon neu, aber es ist ja trotzdem noch ein altes Auto. Ja. So, das heißt, das wird so ein Auto, wo ich mir schon vorstellen kann, dass du da eine Runde nach der nächsten mit irgendwo rumballerst. Das ist die Hoffnung zumindest. Ne? Weil man sich dann halt nicht so sagt, boah, ist jetzt eigentlich doch zu schade und so weiter. Ne? Weil wenn du jetzt nur den Motor siehst mit den ganzen gefrästen Teilen und Carbon und so, wie gesagt, am liebsten wegstellen. Nein, das soll schon benutzt werden, aber du weißt ja, wie es ist, gerade wenn halt irgendwie sowas lange dauert. Man fasst halt alles an und dann macht man es halt auch vernünftig oder verliert sich dann da halt vielleicht auch einfach ein bisschen drin. Ne? Die Sitzaufnahme ist so original beim Käfer? Nein, Käfer hat normalerweise, wie das beim Golf 2 ist, also der hat vorne so einen Höcker, wo eingehakt wird und hinten darunter siehst du auch noch die originalen Schienen, wo links und rechts der Sitz drin läuft. Ist natürlich aber A, nicht besonders stabil, die Sitzaufnahme, und wenn du jetzt einen Sportsitz da drin fährst, baut der halt viel zu hoch. So, das heißt, das ist jetzt auch wirklich eine Aufnahme, wie es jetzt auch zum Beispiel, lehne mich mal vorsichtig aus dem Fenster, FIA-konform oder auch halt regelkonform wäre, mit einem vernünftigen Rohr komplett verschweißt mit dem Fahrzeug. Ne? Ist sowas straßenzugelassen aber auch? Ja. Geil. Weil theoretisch ist es so auch die beste und vernünftigste Variante, weil viel stabiler und fester kannst du nicht sitzen. Nein, das ist unabhängig direkt mit dem Tunnel. Aspekt, dass natürlich du jetzt auch Mitteltunnel und Schweller nochmal miteinander verbindest. Ne? Ja. Das heißt, selbst im Crashverhalten von der Seite bringt ja selbst das extrem viel. Ne? Ja. Käfig ist Wichers? Käfig ist Wichers, ja. Finde ich auch eine geile Ausstattungsvariante des Käfigs, weil es ist nicht so over the top mit 1 Million Kreuzen und so weiter, sondern wirklich nur das Nötigste, Käfig, eine Diagonale und fertig. Ne? Ja. Boah, ich finde es geil, ich finde es cool. Auch mit dem Motorrad finde ich mega. So, also die Kombination aus dem alten Auto, aber dann doch Carbon und auch wirklich clean alles. Ne? Also einfach nur Display rein, einen Startknopf, ein paar Schalter und fertig. Aber ist eigentlich sogar, aber da sieht man einfach, wie wenig an so einem Käfer am Ende dran ist, weil es ist gefühlt immer noch überall Platz. Ne? Ja, das ist jetzt natürlich auch wirklich hart runter reduziert. Mhm. Also die komplette Elektrik sitzt da normalerweise da rechts, da ist auch hier sitzt normalerweise der Sicherungskasten drin. Mhm. Da habe ich halt ein anderes System verbaut, was die ganzen Relais und Sicherungen ersetzt und dadurch konnte ich das natürlich so weit runter strippen. Ne? Das ist dann der hier? Ja, genau. Also der übernimmt quasi, ist wie so ein PDM, ne? Sieht eigentlich aus wie ein kleines Steuergerät, ist aber tatsächlich Sicherungskastenersatz, der intern die Funktion der Sicherung übernimmt. Genau, übernimmt alle Sicherungen, übernimmt alle Relais, also Blinken, Warnblinker, Scheibenwischer, läuft alles über das Teil. Weißt du, ob das Teil auch Kennbus kann? Nee, kann's nicht. Kann's nicht, okay. Nee, kann's nicht. Weil das ist dann ist aus dem Motorrad-Custom-Bereich, das Teil. Ah, aber für solche Autos natürlich perfekt, wo man eh kein Kennbus hat. Wenn ihr Kennbus. Das ist verhältnismäßig preiswert. Also ich meine, das kostet 200 Euro ungefähr, das Teil. Ja, wir können ja mal einen Link in die Videobeschreibung machen, wenn jemand Bock auf sowas hat. Also für alle, die bei einem, ich finde es eigentlich cool, weil für alle, die beim Oldtimer sich einfach den Sicherungskasten sparen können, einfach das kleine Ding daran fertig. Wie ist das dann mit Programmieren oder kann man das gar nicht programmieren und das ist einfach nur fest, dass ein Eingang gleich eine Sicherung und fertig? Die Eingänge werden alle mit Masse geschaltet und die Eingänge sind durchbeschriftet. Also egal, ob das jetzt Ablendlicht, Fernlicht etc. ist, das ist alles vorkonfiguriert. Ah, okay. Weil das ist der Unterschied bei diesen großen PDMs, PDUs, wie sie auch alle heißen, dass man halt wirklich Computer ran oder per Kennbus ran und sagen kann, keine Ahnung, Zündung an, gleich Eingang bzw. Ausgang 1 schalten, Knopf B drücken, dann Ausgang 3 blinken und sowas alles. Du kannst das Teil per Bluetooth in gewisser Weise noch konfigurieren. Also du kannst dann auch zum Beispiel so Standlicht, glaube ich, oder ein paar Funktionen so eine Parkfunktion für die Blinker etc. Also ein paar Funktionen kann das. Das heißt, da ist dann vordefiniert, bitte an Eingang 3 die Blinker anschalten. Genau. Also Ausgang 3 Blinker ran und so. Ja. Eigentlich sind wir nämlich heute nämlich auch nur hier, weil Renke nochmal ein bisschen Nachschub an Dashfitting und Teilen brauchte. Haupttank, da kommt noch eine Pumpe rein? Kommt unter den Tank, kommt noch eine Vorförderpumpe. Ah, hier ist Tankgeber, ne? Genau, da ist der originale Tankgeber drin und dann von dem Haupttank, Vorförderpumpe in den Catchtank und dann von dem Catchtank mit der 044-Pumpe in den Filter und vom Filter returnless zum Motor. Das heißt 044er hier rein, da wieder raus? Nee, das ist der Rücklauf tatsächlich. Das Eingang, das Rücklauf? Ja. Ah, okay, also rein und so wieder zurück. So wieder zurück und hier zum Motor. Okay, verstehe. Weil normalerweise kennt man das ja immer von einem Einspritzer, dass der den Rücklauf direkt am Motor hat mit Benzindruckregler und so weiter. Ja, das Praktische ist, dass der Filter hat einen integrierten Druckregler. Mhm. Also da mit dem Filter sparst du dir im Grunde genommen den Regler. Das ist witzig, ne? Kann man sich immer so gar nicht vorstellen, weil normalerweise ist ja immer Vorlauf, Motor, alles was an Sprit zu viel ist, geht hinten gleich wieder weg. Ja. Aber ehrlich gesagt macht das so immer eigentlich viel mehr Sinn. Weil du ja die ganzen langen Wege gar nicht sparst. Genau, ne? Ist total geil. Du hast nach hinten nur die eine Leitung. Ne? Also es geht von hier aus hinten zum Motor. Ja. Hier ist dann Druck X drauf, der Benzindruckregler hier drin vorgibt. Ja. Und man hat gar nicht mehr diesen Kraftstoff, der die ganze Zeit im Kreis gepumpt wird und dadurch auch heiß wird, sondern man pumpt es nur noch hier im Kreis, um den Druck da zu halten. Ne? Ja. Auch gar nicht so doof. Naja, und dann noch natürlich Rücklauf wieder in den Tank zurück. Ne? Ja, dass wenn der Catch-Tank voll ist,
auf jeden Fall immer in den Haupttank zurück. In den Haupttank, ne? Ja. Ja. Nee, wir haben auf jeden Fall jede Menge Zeugs hier mitgebracht. Das ist meistens immer so bei diesen Dash-Sachen. Ich bin da bis heute ein Riesenfan von, ne? Aber total geil. Dash 12, Dash 6. Dann wolltest du ja auch eine Pumpe einbauen noch, ne? Ja. Dafür, für diese Pumpe, haben wir tatsächlich, zeige ich dir mal. Ach, den Filter direkt, ne? Mhm. Du kannst direkt in die Saugseite von der Pumpe. Also, ob das wirklich notwendig ist, ist eine andere Sache. Weil auch die Pumpe hat schon einen kleinen Filter. Ja, ja. Und ich behaupte bis heute bei diesen Kraftstoffsystemen, die so neu und fresh sind, dass man das eigentlich gar nicht unbedingt muss. Von der Theorie her kann man aber... Haben es besser als brauchen. In diese Pumpe noch einen Filter. Genau, weil hier ist eigentlich schon ein kleines Sieb drin. Ja. Klar, du siehst ja aber schon, wie grob das ist. Ja, und das kannst du auch nicht wechseln, ne? So, und das ist ja ein richtiges, das ist ja schon ein richtiges Feind. Sieht, ne? Aber ja, okay, du hast einen Blechtank, da mag vielleicht noch mal ein bisschen Dreck rauskommen. Ja. Aber eigentlich. Das ist schon geil. Ist halt eine einfache Sache. Ne? Ja. Ich überlege auch, wir haben welches Auto? Der Abarth fährt tatsächlich ohne Filter. Wo alle immer gesagt haben, geht nicht. Also nicht nur der Abarth, sondern auch Marius Golf fährt auch ohne Filter. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir viele Autos komplett ohne Filter fahren. Okay. So, ne? Und auch da eigentlich. Bisher keinen Ärger hatten. Weil der Abarth hat original so ein System, da ist der Filter mit an der Pumpe dieser Einheit im Tank. Ja, ja, ja. So, ne? Und da das alles rausgeflogen ist, auch einfach. Du hast doch im Abarth wahrscheinlich auch nur irgendwie so einen kleinen Renntank drin, oder? Nee, Originaltank tatsächlich. Ach so. Ja. Bei Rennstrecke ist ja mit Tank immer so eine Sache, weil. Zulassung? Entweder mit Zulassung, dann im Innenraum, ja. Dann aber Zulassung. Eingehaust. Genau. Was halt wirklich für die Gewichtsfetischisten immer schwierig ist, weil eingehaust. Genau, Kiste. Ist halt immer schwer oder halt außerhalb des Fahrgastraums. Ja. Somit habe ich den Tank erstmal da unten gelassen, weil ich ja wirklich beim Abarth stückchenweise mich in diese Thematik mit der Gewichtsverlagerung eingearbeitet habe. Ne? Und es gibt einfach bei dem Auto keinen besseren Punkt für das Gewicht als vor den Hinterrädern unter dem Unterboden. Ja, so, das, ne? Hat man ja auf deiner Waage gesehen. So, und dann habe ich halt gesagt, ey, was soll ich da irgendwo anders einen Tank einbauen? Bringt mir rein gar nichts, weil es kann nur schlechter werden. Natürlich ist das cool mit dem Innenraum und so weiter. Ne? Nee, da habe ich ihn dann drin gelassen. Nee, hier kannst du auf jeden Fall mal wieder, wie du schon sagst, in deiner Quality Time ein bisschen basteln. Und nochmal. Das ist doch total geil, oder? Also, nochmal 8000 Meter Leitung hier in dem Ding verlegen. Entspannt dich das nicht, so Dash-Leitungen zu bauen? Also die Variante hier so definitiv. Ja. Es gibt eine Sache, die entspannt mich nicht. Das ist, Dash-Leitung zu bauen. Ich werde es nicht vergessen vor der Messe, vor der Essen Motorshow. Ne? Ich habe wieder gesagt, okay, alles klar, im Ladenverkauf, wir machen damit weiter. Ich ziehe das noch durch und so weiter. Hatte keine Hebebühne. Ja. Und habe angefangen, ich hatte ja den Öltank außerhalb des Autos und alles schon mal laufen lassen. Das ist das Einzige bei diesen Leitungen. Selbst wenn du Stopfen und Hüte hast, immer gleich wieder zum Draufmachen. Du kannst diese Leitung 3 Wochen lang aufhängen. Ich schwöre dir, du nimmst sie in der Hand, gehst irgendwas raus. Trotzdem raus, ja, ne? Ja. So, und der absolute Endgegner war, ich habe sie eingekürzt und genau da, wo ich geflext habe, war immer noch eine Pfütze mit Öl. Und dann spritzt das mit der Flex durch den ganzen Laden. Du hast es in der Fresse, du hast es am Unterboden. Ja, okay, das ist bitter. Ja, das war wirklich, Alter, selbst von dem Marius Auto stand daneben, da war noch ein Tuch drüber, eine Abdeckung. Selbst da war auf einmal so, genauso ein Ölstreifen. Hoffe ich mal, dass ich das nicht nochmal schneiden muss. So, und da gibt es Leitung. Da habe ich Paul ein bisschen beneidet. Paul hat so ein System. Das ist so ein, was ist da drin? Also gefühlt ist es so Kevlar oder so. Mhm. Und die kannst du tatsächlich mit Cuttermesser schneiden. Oh, das ist geil. Weil die gar kein so Metall drin haben, sondern nur noch ein Cuttermesser. Das war wirklich. Jetzt eine Sache machen wir noch. Denk hat sich mich gewünscht, dass wir das Auto wiegen. Jo, auf jeden Fall. Was wiegt so ein Käfer original? Ich habe extra nochmal geguckt, ein Mexiko-Käfer ist angegeben irgendwie so mit 810, 820 Kilo Leergewicht. 810, zumindest 820. Ich überlege gerade, jetzt hast du natürlich schon am Motor hier und da echt massive Teile dran gebaut. Ja, und Käfig und Trockensumpftank und bin mal gespannt. Was wäre dein Traum so? Leicht halt, ne? Mal gucken. Also ich sag mal, wenn der jetzt ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wenn der jetzt eine 7 vorstehen würde, dann würde ich schon sagen, ist schon toll. Ja. Klar, so Originalsitze und Rücksitzbank, das wiegt auch alles was. Der Käfig allerdings, was wird der haben? 30 Kilo, ne? Ja, so ist ja auch ein Stahlkäfig. Tank, alleine diese fette Ölpumpe, die da dranhängt, das ist ja auch alles immer richtig Gewicht. Man muss natürlich auch fair bleiben, es kommt noch ein zweiter Sitz rein. Ne? Es fehlen noch wirklich die Betriebsflüssigkeiten, also es ist kein Sprit drin, es ist kein Öl drin. Aber da hat man zumindest schon mal so ein Gefühl, ne? Ja, aber das machen ja noch kein Kühlwasser drin, ne? Ja, genau. Also, aber ich weiß ja auch, wie gerne du alles mal wiegst, von daher. Jo, reicht. Also der Moment der Wahrheit. Und? Da wird heute auf jeden Fall eine gute Laune haben. Ja. Oder?
Also du hast dich auf jeden Fall dezent zurückgehalten. Ja, ins was Positive. Weil wie erwartet, ne? Es macht immer Spaß, die Leute zu ärgern beim Tickergewicht. 748. Oh, das ist aber richtig geil, oder? Also 748 ist schon... Foto machen. 748 ist natürlich schon heftig leicht, ne? Also, komplett jetzt drauf. Ich habe nicht geschummelt. Hey, hier, guck. Das ist immer hier der Sahara-Trick hier. Schön nicht ganz abgelassen, ne? Naja, das haben wir manchmal tatsächlich bei manchen Autos, weil es einfach gar nicht ganz runter geht, ne? Ja. Ja, aber 748 vor allen Dingen, guckt euch mal bitte an, wie gerade der steht. Also auch 38 vorne, 61 hinten. Klar, jetzt ist kein Fahrer drin, aber er steht ab Werk schon so gerade, dass wenn du dich jetzt reinsetzt, wird er natürlich erstmal ein bisschen schräg stehen, aber das kann man ja immer noch einstellen. Hat der ein Gewindefahrwerk, wie ist das? Kann man den Nein. ein bisschen einstellen? Kann ja, schon. Doch, klar. Also ein bisschen einstellen kannst du, aber hat kein Gewindefahrwerk. Ein bisschen kann man, okay. Ja. Aber 748. Das heißt ja aber wirklich, selbst am Ende mit Flüssigkeiten wirst du bei 800 landen. Ja. Und? Klar, es ist nur ein Käfig, aber nur ein Käfer, aber... Das sind Glasscheiben. Ich habe für hinten noch Makrolonscheiben liegen. Ach, würde ich geil machen. Also, ja, das schon, weil man darf ja nicht vergessen, 748 Kilo, ohne dass jetzt Leichtbau bisher betrieben wurde. Ne? Ja. Natürlich sind ein paar Sachen rausgeflogen, ja, aber alleine, ne? Ich sag jetzt mal nur vorsichtig. Sind Kunststoff. Aber trotzdem, Haube, Türen, da wird ja überall schon noch mal ein bisschen was gehen, ne? Heckdeckel. Ja. Das ist schon geil. Vor allem, wenn ich es nicht wüsste, hätte ich gesagt, du hast selber eine Waage und hast ihn schon einigermaßen gerade ausgerichtet. Dass, nee. Der so, dass der so, weil, der, guck mal, wir haben das für viele zählt ja immer das Crossgewicht, 50,2, also da muss man sich schon Mühe geben, das so einzustellen. Nee, das freut mich. Wenn man dann auch, ich sag jetzt mal einfach mal so aus dem Bauch heraus, 200 plus PS, ne, am Ende bei 800 Kilo ist natürlich schon geworden. Sollte schon Spaß machen, hoffentlich. Das ist dann Vierganggetriebe. Ja. Wie ist das so von der Übersetzung her? Die Gänge sind passend zum Motor und auch zu den Drehzahlsprüngen ausgelegt. Also es hat ein Differential von Quave und die Gangübersetzungen sind auch anders als Serie und die Achsübersetzung ist auch anders als Serie. Ja, aber so ein Ding fährt dann 200, 250? Was ist so Vormax von geworden? Also das fährt dann mit Sicherheit irgendwie 200, aber du willst da ja nicht wirklich 200 mitfahren. Also vielleicht dann mal auf der Rennstrecke, dann mal auf der Geraden. Weil der wird ja aber 200 haben mit der Leistung, mit dem Gewicht. Der wird schon hoffentlich ganz gut fahren. weil das glaube ich schon, dass der Radfahrt. So, letzter Punkt, den will ich euch zeigen. Hier, ein bisschen Werbung machen. Letztes Jahr war das erste Mal, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Käfertreffen am Ilsterberg. Eigentlich ist es mehr luftgekühltes Treffen. Weil es nämlich jetzt demnächst schon ist. Das heißt, auf dem Bilzerberg gibt es richtig luftgekühlt Wochenende. Ist ja ein richtiges Wochenende. Genau, das ist ein Samstag und ein Sonntag. Das macht der Andreas Ruppert. Der macht das schon seit Jahren und es ist eine total geile Veranstaltung. Ah, Katze ist auch da. Wo natürlich auch jeder herzlich eingeladen ist, einfach mal vorbeizukommen. Also es gibt Tageskarten zu kaufen, zum Gucken. Macht super Spaß, ne? Wirst du dein Auto auch mitnehmen? Fahrtechnisch wird natürlich schwer bis dahin, weil ich würde mir auch keinen Stress machen dafür. Aber das war letztes Jahr schon mein Ziel. Das wäre eigentlich auch dieses Jahr auch wieder das Ziel gewesen. Aber ich stress mich da nicht mehr. Also wenn das bis dahin fährt, das Nennen dafür ist auch schon durch für die Veranstaltung. Ich freue mich jetzt, wenn ich mit dem Auto dieses Jahr überhaupt fahren kann und peile mal dann selber zum Fahren, dann denke ich wieder das nächste Jahr. Ich werde auf jeden Fall auch einen Tag da sein. Den Samstag hatte ich dir geschickt. Genau, 8.6. Käfertreffen auf dem Berg. Ja, ich will auf jeden Fall mit einem Käfer auf jeden Fall mal eine Runde fahren. Da wird sich bestimmt irgendwas ergeben. Weißt du, wie ja letztes Jahr so die Zeiten waren? Was da so die schnellen Käfer Also die schnellsten sind wohl ganz knapp unter 2 Minuten gefahren, wenn ich das richtig auf den Schirm haue. Weil unter 2 Minuten ist schon verdammt schnell. Ja. Als Beispiel... Ich hoffe, die Katze fliegt gleich mit den Wagen nicht da runter. Ach du Scheiße. Gleich so drin, Klappe zu und dann umgefallen. Um so ein paar Referenzen zu sagen. Ich bin zum Beispiel mit meinem RS4 B7 2 Minuten 6 gefahren. Mhm. So, Abarth, als er noch jungfräulich war, 2 Minuten 17. Mhm. Also unter 2 Minuten ist man da schon Weil unter richtig, 2 Minuten flott. Spricht man auch schon wirklich auch von wirklich potenten Rennkäfer. Ne? Mhm. Also mit auch großem Motor, auch alles leer und auch wirklich auf Strecke ausgelegt. Ne? Da ist aber, glaube ich, eine gute Strecke fürs Auto. Ja. Wobei, man sagt ja immer die kleine Nordschleife. Natürlich sieht man da auch, inwieweit diese Käferachsgeometrie überhaupt funktioniert, weil man halt extrem viel hoch runter hat, ja. Wo viele Fahrwerke schnell ans Limit kommen. Und man kann es ja teilweise noch nicht mal so richtig Fahrwerk nennen bei dem Auto. Aber es ist schon wild. Also ist das erste Mal mitgefahren mit dem Käfer, Mausefalle hoch und runter. Das ist im Käfer schon beeindruckend. Ne? Weil der hat doch auf der Hinterachse immer noch diese Sturzverstellung beim Ein- und Ausfeder. Ne? Ja, wäre jetzt hier auch so Pendelachse. Mhm. Die Rennkäfer, also meistens Schräglenker, haben dann auch dementsprechend schon Federbeine vorne. Und auch eine modernere Achsgeometrie. Das wäre nämlich die Frage gewesen, weil ich könnte mir fast vorstellen, dass für die Zeit, die schon die Achsen noch umgebaut haben. Ne? Also so eine unter 2 Minuten Zeit ist definitiv eine Schräglenkerzeit.
Schönes Auto. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Wiegen. Dass wir es zeigen durften. Gerne. Wiegen ist selbstverständlich immer inkludiert. Ja. Und gehört einfach dazu. Würde man fast behaupten, fast das leichteste Auto bei uns auf dem Channel. Kein Projektabbruch erfolgt. Auto nicht verkauft, auch wenn Felgen bei Kleinanzeigen sind. Ja. Ihr werdet Renke zur Not auf jeden Fall am Bilzer Werk beim Käfertreffen treffen. Ich werde auch am Start sein. Kommt vorbei. Ja. Wird cool. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.